Einen schönen guten Morgen wünscht euch euer Pastor Klaus heute am Schabbat, den 28. Januar. Schön, dass es euch gibt und ich freue mich, dass die Zuhörer sich mehren und immer offener werden für das Wort des allmächtigen Gottes. Heute machen wir weiter bei einer Geschichte, die man auch gerne immer wieder als Gleichnis abstempelt. Aber ich möchte sagen, dass dies nun kein Gleichnis ist, sondern eine wahre Begebenheit, die Jeschua erzählt. Und zwar der reiche Mann und der arme Lazarus. Es war aber ein gewisser reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und feinem Leinwand und lebte alle Tage fröhlich und im Prunk. Und es war ein gewisser armer Mann mit dem Namen Lazarus, der an dessen Tor lag voller Geschwüre, und er begehrte sich zu sättigen von den Brotsamen, also den Krümeln, die von seinem Tische fielen. Und das Reich wurde für den armen Mann immer kleiner. Aber auch die Hunde kamen und leckten seine Geschwüre. Und es geschah aber, als der arme Mann starb, wurde er getragen von Engeln in Abrahams Schoß. Es starb aber auch der reiche Mann und wurde begraben. Und in dem Hades hob er seine Augen auf, als er in den Qualen war. Da sieht er Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach: Vater Abraham, sende Lazarus, dass er den Finger ins Wasser taucht und mir die Zunge kühlt. Denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach: Kind, gedenke, dass du dein Gutes völlig empfangen hast in deinem Leben und Lazarus gleicherweise das Böse. Jetzt aber wird er getröstet und du wirst gepeinigt. Du leidest Pein. Und zu diesem allem ist zwischen uns und dir eine tiefe Kluft, dass keiner, der hinübergehen wolle, zu dir es kann, und wer herüber möchte, auch nicht. Er sprach aber: Ich bitte dich nun, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe noch 5 Brüder, damit er ihnen ernstlich Zeugnis gebe, auf dass sie nicht auch hierher kommen an diesen Ort. Abraham aber sprach zu ihm: Sie haben Mose und die Propheten. Mögen sie dieselbe hören? Und er sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen geht, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihm: Wenn sie Mose und die Propheten nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufersteht. Bis vor weniger Zeit war ich auch immer noch in den Gedanken, dass es möglich ist, dass Tote zurückgeschickt werden. Aber dann hier dieses Gleichnis sagt,
das zum Mission betreiben, zum Predigen kein Toter zurückkommen wird. Das lesen wir hier ganz klar, und diese Geschichte von dem reichen Mann, ich nenne sie also nicht Gleichnis, sondern die Geschichte vom reichen Mann und dem armen Lazarus, ist eine der ernstesten Schilderungen im Neuen Testament, in der Bibel überhaupt. Man sagt, diese Begebenheit sei ein Gleichnis. Aber es ist nicht korrekt. Denn es ist sehr fraglich, ob überhaupt ein Gleichnis vorliegt. Ein Gleichnis hat der Herr Jeschua ansonsten nie Namen gegeben. Hier aber wird ganz konkret der Name des Lazarus genannt. Und so kann es durchaus sein, dass Jeschua uns mit dieser Geschichte eine Begebenheit aus der unsichtbaren Welt erzählt. Eine Geschichte, die er miterlebt hat. Aber selbst wenn er sich nur um ein Gleichnis handeln würde, müsste man auch sehen, dass der Herr seine Gleichnisse nicht aus dem Reich der Fantasie, sondern immer aus der Wirklichkeit nahm. So ist ja auch das Gleichnis vom Senfkorn, vom Sauerteig und vom vierfachen Ackerfeld ganz reale Beispiele aus der Natur. Und deshalb müssen wir das hier Geschilderte ebenso als eine reale Situation sehen. Was ist nun in dieser Geschichte zu übertragen, damit uns ein Nutzen daraus erwächst? Am besten übertragen wir diese Geschichte auf uns selbst. Wir müssen uns fragen, wer von den beiden Personen, denn wir sind eine von beiden, und wir sind letztlich auf jeden Fall eine von beiden. Denn wenn unser Leben zu Ende ist, geht es entweder in die ewige Herrlichkeit, dort, wo Trost und Hilfe ist, oder in das ewige Verderben. Darum ist mit all diesen Geschichten ein aufgehobener Finger. Wir müssen uns unbedingt über die Ewigkeit Gedanken machen, denn es ist ja unsere Ewigkeit, Ewigkeit, die in die Zeit leuchtet hell hinein, dass es uns wert, der Klein, das Kleine und das Große groß erscheine. Selige Ewigkeit. Auf wessen Weg bist du? Auf welchem Weg bist du? Bist du, ja, bist du auf dem schmalen Weg, der in den Schoß Abrahams führt, oder gehst du den breiten Weg, der ins Verderben führt? Liebe Freunde, wir müssen uns Gottes Wort immer wieder sehr ernst nehmen. Wir müssen lernen, dass Gottes Wort zu uns spricht, um uns vorzubereiten für die Ewigkeit. Die Sünde des reichen Mannes war nicht sein Reichtum. Das möchte ich klar dazu sagen. Die Sünde des reichen Mannes war, dass er über seinen Reichtum hinaus Gott vergessen hat und die armen Menschen. Denn reich sein ist nicht Sünde, sondern reich sein bedeutet Verantwortung.
wünsche dir einen gesegneten Schabbat, Jahwes reichen Segen im Namen Jeshua. Amen.